Endlich Montag. Das Wochenende war aber auch wirklich wieder zu lang. Aufgebrauchtes Datenvolumen? Geil! Oh, im Fernsehen ist einfach viel zu wenig Werbung. Bei McDonald's? Nee, da war ich noch nie. Und was läuft heute so auf NTV? In Klausuren kommt auch wirklich immer nur das dran, was der Lehrer auch mit uns geübt hat. Ich habe einfach zu viel Geld. Hey Mom, soll ich dir beim Abwasch helfen? Starbucks schmeckt mir einfach nicht. Jetzt wäre ich gerne Vater. So mit 16. Oh, ich will gar nicht so viele Likes auf mein neues Profilbild. Du redest mir zu deutlich. Geht das auch ein bisschen mit mehr Nuscheln? Nächstes Jahr gehe ich auf jeden Fall zu DSDS. Wenigstens brauche ich die Kurvendiskussion in meiner Zukunft. Also die AGBs, die lese ich immer. Also WhatsApp benutze ich sogar einmal die Woche. Also es reicht, es nutzt ja eh keiner meiner Freunde. Wenn man jemanden bei YouTube abonniert, kostet das doch Geld, oder? Bei Snapchat achte ich besonders drauf, wie ich auf Bildern aussehe. Meine Eltern haben einfach immer recht. Warum sind diese Gewinnspielfragen im Fernsehen immer so schwer? Cola ohne Kohlensäure schmeckt echt am besten. Facebook brauche ich nicht, um an die Geburtstage meiner Freunde zu denken. Ich freue mich schon so sehr auf die nächste Staffel Bachelor. Das Dschungelcamp macht die Leute wieder zu richtigen Stars. Unangekündigte Tests sind echt die besten. Mama, du musst nicht anklopfen, wenn du reinkommen möchtest. Nee, die Tür musst du danach auch nicht mehr zumachen. So Leute, das war's auch schon mit dem Video Dinge, die keiner sagt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen lachen. Ja, ich weiß, das ganze Video ist jetzt ein bisschen kürzer geworden als gedacht, aber die nächsten Videos werden hoffentlich ein bisschen länger. Bevor ich das Ganze abmoderiere, wollte ich aber einmal noch sagen, dass ich jetzt immer aktiver werde auf Twitter. Folgt mir dort, um wirklich nichts zu verpassen, wenn ein Video sich verspätet, was für ein Video demnächst kommt. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Ich heiße dort auch Itzjul. Fände ich mega geil. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.